Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legends of Carandia Buch 1. Wir sind im Schloss angelangt. Hier treibt Malcolm sein Unwesen. Der will uns jetzt nicht umbringen. Aber ich denke mal, das wird davon sein, dass er seinen Spaß mit uns haben will. Aber hier im Schloss geht auch noch Hermann um. Den haben wir ja schon kennengelernt. Und der will uns die Säge zurückgeben. Und ich habe das irgendwie so im Kopf oder bildlich vor mir, dass Hermann hier im Schloss herumgeht und zwar so als Zombie und versucht, uns den Kopf abzusägen. Und ich schätze mal, ich weiß nicht, ob er wirklich ein Zombie ist, aber ich schätze mal, dass er tatsächlich nicht, uns freundlich gesonnen ist, sagen wir es mal so. Und Malcolm wird sich wahrscheinlich königlich amüsieren. Oh, oder köstlich amüsieren heißt, glaube ich, eher. Schauen wir uns einfach mal hier ein wenig genauer um. Muss ich hier vielleicht auch noch wieder abzeichnen? Haben wir jetzt wieder ein Labyrinth? Muss ich jetzt wieder den Gang... Ich glaube, das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Wenn ich hier nochmal ganz kurz so ein bisschen zeichnen würde, wo es lang geht. Also hier haben wir den Eingang, Halle. Mit der Treppe, da geht's der Ausgang. Und da ist die Treppe, gut. Ich schätze mal, es ist gar nicht mal so verkehrt, das hier abzuzeichnen. Weil es sieht danach aus, als ob das hier doch wieder zu einem ziemlichen Labyrinth sich mausert. So, das ist jetzt direkt dann hier unter der Treppe quasi. Ah. This is great. Ah. Da haben wir also eine große Halle. Mhm. Da geht's natürlich nicht rein. Da geht's nicht rein. Ah, wir müssen wahrscheinlich einfach die Ausgänge anklicken. Was passiert, wenn wir diesen Ausgang anklicken? Hmm. These doors look important, but they're locked. Okay. Brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Schätze ich jedenfalls mal. Gehen wir erstmal wieder hier rein. Jetzt müssten wir ja da wieder sein, wo wir gewesen sind, wenn wir jetzt nach Norden gehen. Ugh. That makes Brandywine look good. Okay. Ich hätte gedacht, da kommt es, Moment. Wenn wir jetzt hier rechts gehen. Ja, dann kommen wir da raus. Alles klar. Ich habe mich also doch nicht geirrt gehabt. So. Also das sieht doch schon mal aus, als ob sich das hier drehen kann. Die Frage ist, wie drehen wir das geheim... Irgendwas Geheimes. Irgendwas Geheimes, ja. Kommen wir da auch wieder raus? Okay, können wir einfach so benutzen. Was haben wir denn sonst noch alles hier? Bücher. Ist da was Interessantes dabei? That book is marked O for Opals. Mit D gekennzeichnet. That book is marked R for royalty. Aha. That book. Okay. That book. Okay, da ist sonst nichts mehr. Das ist also relativ egal, wo man es anklickt. That book is marked N for nature. Da haben wir H. That book is marked E for enchantment. E. That book is marked A for alchemy. That book is marked M. Huh. That book is marked G for gem lore. That book is marked P for potions. That book. Okay, jetzt haben wir also R, I, S, A, E, H, M, D. Weiß ich allerdings jetzt nicht, was das genau bedeuten soll. Lass uns erstmal noch weiter uns umschauen. Bevor wir ins Verlies gehen, bleiben wir mal hier. Oh, Moment. Der kommt auch wieder. Ja, den machen wir auch wieder rein.
Da müssen wir wahrscheinlich das in der richtigen Reihenfolge machen. So. Okay, hier geht's weiter nach rechts und natürlich nach Süden. Gehen wir erstmal nach Süden, da sollten wir demnächst dann auch wieder zum... Genau, da muss es wieder hier rausgehen, in die große Halle. Genau. Und da unten kommen wir dann wieder da rein, wo... Also Richtung Treppe gehen, genau. Da müssten wir jetzt wieder zur Treppe kommen. Ja, so groß ist das Labyrinth hier gar nicht. Wo geht's denn hier rein? Aha. Ja, ein so großes Labyrinth haben wir gar nicht. Ist mir eigentlich auch ganz recht. Ich mag ja keine Labyrinthe, habe ich schon öfters gesagt. Was haben wir denn hier alles? Now that's a knife. I wouldn't dare drink anything from that. I wouldn't. Looks like they're filled with dust. Looks like they're... Looks like they're... Looks like... Looks like... Okay. Anything in here? Anything in... What a... What a... What a... This is a fancy poker. Ein Schürhaken. Ein königliches Zepter ist es. Passt ja zu dem Kelch. Okay. Oh, ist das ein Arm? What a... Okay. Sieht ganz danach aus, als ob es das schon gewesen wäre von hier. Gut, dann könnten wir natürlich ins Verlies gehen. Also wir haben hier unten jetzt jedenfalls noch die Bücher. Das Verlies, wo wir noch erkunden können. Und, nee, die große Halle, da war glaube ich nichts. Da braucht man einen Schlüssel. Aber ich wollte mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach oben und schauen uns oben mal noch um. Ist hier eigentlich noch... Obla? Ist hier noch irgendwie was? Es sieht aber nicht danach aus. Nee. Gehen wir mal nach oben. Boy. Big stairs. I wonder where they go. Nach oben? Very big stairs. Okay, da unten haben wir das Ding, ist klar. My feet are killing. Ja, du solltest das anschauen, ne? That doesn't look like fun. That doesn't. Okay, auch wieder zwei Reihen hier. Dachte ich mir, das sieht genauso aus wie unten. Okay. Bleiben wir erstmal hier und schauen, was da drüben ist. Könnte es sein, dass es auch wieder ein einzelner Raum ist. Aha. Ist das jetzt? I'll bet this looks good in Xanthia's hair. Ein Kreuz. Could this be carved from emerald? Ein Henkelkreuz. Looks like a lot of Xanthia's useless stuff. Okay, das war also Xanthias Zimmer anscheinend. Vor langer, langer Zeit. Looks like a lot of... Looks like a lot of... Looks like... Looks... Looks like... Looks... Looks... Looks like... I think this must have been Xanthia's bedroom. I think... Okay, das war's anscheinend auch schon. Na gut. Looks like a- also hier scheint nichts mehr zu sein. Sieht jedenfalls nicht danach aus. Also geht's weiter. Dann geht's hier rein. Und gehen wir mal hier rein.
Hermann haben wir jetzt noch gar nicht getroffen. Naja, ist mir auch recht. Aha, schon wieder eine Steinstatue. This is the first time I've ever seen Darm standing up. Ach, das ist Darm? Stimmt. Jetzt, wo er sagt. Also ist Darm auch versteinert worden. Sensia wahrscheinlich auch. Und Bryn wahrscheinlich auch, schätze ich jedenfalls mal. Alle, die verschwunden sind. I don't have time to sit. It looks so comfortable. It looks... It doesn't look like Darm had many things. It doesn't look... It doesn't look... It doesn't... It does... He didn't... This is the... He didn't get Brandywine too, did he? Ja, ich hoffe mal nicht, dass Brandywine, also der Drache, auch erwischt worden ist. I have nothing to light this with. I have not... Darm's unintelligible notes. Wenn der schon so sagt, nichts anzuzünden, müssen wir die Kerze vielleicht anzünden. Wäre vielleicht interessant. I have nothing. Darm. Everything. Ja, okay. Hier scheint es nichts weiter zu geben. Bis auf die Kerze vielleicht, die wir anzünden können. Wenn wir was hätten zum Anzünden, was wir nicht haben. So, jetzt können wir hier weitergehen. Genau, jetzt können wir noch hier hinten rein. Hmm. Nothing. This place sure has a strange floor plan. Hmm. This place. Was ist damit? Hmm. This place. Okay, da gibt's nichts. Dann können wir noch hier reingehen. Da haben wir bestimmt auch wieder ein Zimmer. Würde mich nicht überraschen. Das sieht aus wie ein Kinderzimmer. Bryn. I always took her for granted. Ah, das ist Bryn. Ach, vielleicht ist doch kein... Nee, es ist kein Kinderzimmer. Ich dachte am Anfang, das wäre so Gerüst, wo hier auch drum ist, so ein Gatter, aber das ist einfach nur... Nee. I can't think of sleep at a time like... I can't... Judging by the decor, this must have been Bryn... Judging by... Haben wir hier denn irgendwas? Das da? Picenia rosea. Rare in Kyrandia. Okay, wir haben einen Fisch. Yay. Judging by the decor. Judging. Looks like it might storm pretty soon. Okay. Wir haben Bryns Zimmer gefunden. Wer fehlt noch? Ich hätte gedacht gehabt, dass wir vielleicht, da wir vom königlichen Geblut sind, auch noch unser Schlafzimmer finden. Hm. Oh, wieso ist die Musik weg? Brandon, I have your saw. That's okay, Hermann. You can keep it. Yay. Er ist tatsächlich ein Zombie. But I sharpened it just for you. Ich wüsste jetzt nicht, was wir damit machen können. Eieiei. Okay, anscheinend, er ist anscheinend immer hier. Da kommen wir also anscheinend einfach nicht weiter. Okay, das ist gut zu wissen. Ja. Können wir den vielleicht, ich weiß, das war ein bisschen blödsinnig, aber wer weiß, können wir den heilen? Nö, aber wir können ihn einschläfern, auch nicht schlecht. Sawing logs, Hermann? He won't let go of the saw. Okay, wo sind wir jetzt angelangt? Hopefully she can be restored too. Poor Xanthia. Da haben wir Xanthia. Hopefully she... Okay. Isn't this ours? Too bad I can't light this. This could have been... Poor Xanthia. This could have been Grandfather's room. Poor Xanthia. Could that be Grandfather? Uh-huh. Fa.
mi, re, do, do, mi. Okay, da müssten wir vielleicht was spielen können. Die Frage ist nur, was genau? I hope I'm not supposed to sing now. Okay, es gibt 4 Melodien anscheinend, aber wir wissen ja auch nicht, welche genau. Oder vielleicht ist auch die Farbe hier wichtig, ich weiß es nicht. Na naja, gut. Ja. Ja, mit ihm können wir leider anscheinend nicht wirklich was machen, außer ihn einzuschläfern. Also da oben sind auf jeden Fall noch Glocken. Unten haben wir Bücher, wo wir was machen müssen. Wir haben noch das Verlies. Ich glaube, die Smaragde brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ich lasse die mal leer liegen. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann gehen wir mal hin und schauen uns das Verlies noch an. Ob wir da noch irgendwas finden. Also im Moment wüsste ich jetzt tatsächlich nur, da sind die Bücher und da die Glocken. Und vielleicht noch die Kerze. Oops. I'd do anything for a pair. Ist die Frage, ist es da drin zu dunkel? Probier mal einfach mal aus. Ja, okay, es ist nicht zu dunkel. Aber wir haben hier tatsächlich wieder ein Verlies, ein Labyrinth, meine ich natürlich. Okay. Moment, habe ich das richtig aufgezeichnet? Und können wir nicht irgendwie die Lichter anmachen? Hm. Also es ist auf jeden Fall hell genug, dass wir was machen können. Ja, ich habe es richtig aufgezeichnet. Die Fackeln können wir anscheinend nicht anzünden. Wir haben ja auch nichts dabei. Okay. Hier haben wir nach oben und nach da. Nach unten waren wir ja schon. Gehen wir mal hier weiter. Okay, hier geht's nur nach oben. Und hier geht's da. Okay. Ich frage mich, ob wir hier irgendwas finden. Ja, mit denen, ja, da kann man nicht wirklich was machen. Aha, da haben wir eine Barriere. Ah, und hier geht's auch gar nicht weiter. Ich bin falsch gerade aufgeschrieben. Da haben wir eine Barriere. Ah. Da müssen wir wahrscheinlich auch irgendwas machen. Looks like some kind of magical force field. Looks like irgendwas mit dem hier? Nee. What? Das ja. Grün? Nö. Could this kann man auch nichts ausmachen? Hm. This might work. Das ja vielleicht? Anscheinend, das geht anscheinend. Aha. That felt strange. Ich habe es jetzt einfach nur simpel ausprobiert, aber es hat irgendwie geklappt. Finde ich ja gut. Hier geht's nur nach rechts und links. Ha. Gehen wir mal nach links. Und das ist eine Sackgasse. Also nach rechts. Irgendwas muss es ja hier geben, sonst wäre es ja nicht so voll geschützt von dieser Barriere gewesen, schätze ich mal. Okay. Also, ja. Es ist dieser
Diese drei Räume sind geschützt worden von der Barriere, wo wir durchgekommen sind, aber nur wir. Also durch unseren Zauberhalt. Aber es gibt ja nichts. Es geht hier nicht weiter. Ich schätze, das wird irgendwie noch ein Rätsel sein. Aber oder müssen wir vielleicht irgendwas machen vorher, um da weiterzukommen? Eine sehr, sehr gute Frage, ob man da noch was machen müsste. Ich weiß es nicht. Also im Moment sehe ich hier absolut nichts, dass wir was nehmen können. I wonder how grandfather is doing. Ich sehe im Moment überhaupt nicht, dass wir was irgendwie machen könnte. Ah! This has to fit something. Okay, wild herumzuklicken bringt anscheinend was. Nothing else. Ach du Scheiße. Nothing else in there. Okay, dann gehen wir noch auf die andere Seite. Also, das ist ja schon wieder ein bisschen blöd gewesen. Das war jetzt tatsächlich nur einfach wild rumgedrückt, ob irgendwas da ist. Okay, hier nicht. Könnte das der Schlüssel sein? Aber ich glaube, es hat zwei Schlösser gehabt unten, oder? Ah. Nee, also hier scheint tatsächlich nichts zu sein. Ein Glück habe ich das da. Das hätte ich jetzt nie im Leben gefunden, wenn ich nicht wild rumgedrückt hätte. Okay. Das scheint alles gewesen zu sein. Dann können wir das Verlies noch weiter uns anschauen. Wir haben hier noch zwei Räume. So, das ist der Raum mit der Barriere. Oder mit der Ex-Barriere. Dann können wir versuchen, den Schlüssel noch zu benutzen mit der einen Tür. Aber ich glaube, wir brauchen zwei, aber ich bin mir nicht sicher. Probieren wir es einfach aus. Und ansonsten haben wir tatsächlich nur noch das Glockenspiel eigentlich. Und diese Bücher. Ob die was miteinander zu tun haben? Wenn, dann wüsste ich nicht was. Müsste vielleicht nochmal statt den Buchstaben aufschreiben, für was die genau stehen. Dass man da vielleicht Sachen rauskriegt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dass man dann ein paar Buchstaben, also dass alles, was mit Magie zusammenhängt, irgendwie zusammentut und so weiter. Und dann hat man vielleicht nur vier Buchstaben. Und das sind was mit dem Glocken. Wir brauchen ja auch vier Töne. Dass das mit den Glocken irgendwie zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Noch nicht. Wir werden es sehen. Beim nächsten Mal. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.